Hallo ihr da draußen, herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 22. Ich bin wie immer der Shorty von der Test Area und wir kommen heute zu einem weiteren Auto Drive Tutorial. Heute will ich euch zeigen, oder in diesem Tutorial will ich euch zeigen, wie man die ersten Strecken erstellt und Wegpunkte und, also quasi die ersten Schritte. Dazu aktiviere ich hier über den Button unten links erstmal den Editor-Modus. Da wird mir das vorhandene Straßennetzwerk angezeigt und ich würde sagen, wir fangen mal an. Ich muss natürlich den Motor starten. Es gibt verschiedene Streckentypen im Autodrive mit verschiedenen Funktionen und Bedeutungen. Das werden wir auch noch alles sehen, da werden wir auch noch alle drauf eingehen. Wir machen jetzt erstmal Schritt für Schritt. Das ist der Record-Button. Wenn ich den mit der linken Maustaste, ich gehe mal noch ein bisschen hier rüber. Ich gehe mal noch ein bisschen hier rüber. So. Wenn ich den mit der linken Maustaste drücke, wird die Streckenaufzeichnung gestartet. Ne? Durch das Drücken vom Mausrad kann ich den Mauszeiger verschwinden lassen, um die Kamera zu drehen. Und wenn ich wieder drauf drücke, ist er wieder da, um das Rad zu bedienen. Ich fahre jetzt mal los. Und zwar möchte ich unser Hofsilo anbinden. Je sorgfältiger man fährt, umso sauber wird es. Ich bin Tastaturspieler, ich habe kein Lenkrad. So, das ist mein Hofsilo. Wir müssen jetzt bedenken, dass Beladen am Hofsilo funktioniert über das Rohr. Dann wird das schon reichen, wenn das Fahrzeug hier steht. Das Entladen ist aber meistens über einen Anhänger. Das Fahrzeug kann ein bisschen länger sein, deshalb haben wir ja im ersten Tutorial gesehen, bei den Einstellungen, Abstand zum Trigger, ich habe den auf 50 Meter erstellt, 25 Meter reichen meistens aber auch. Ich fahre dann gerne ein Stückchen weiter, damit auch das Ende vom Anhänger wirklich über den Trigger passt. So, bis hier. Und dann kann ich mir hier schon einen Zielpunkt setzen. Dafür ist dieser Button hier. Damit erstelle ich einen Zielpunkt und dann nenne ich den einfach mal Hofsilo. Kann, also wie ihr die Zielpunkte benennt, bleibt auch jedem selbst überlassen. So, hier ist die Liste, die ist jetzt gerade leer, weil ich noch nichts benutzt habe. Das ist ganz frisch. Wenn ich hier drauf klicke, habe ich den Ordner Standard. Klicke ich auf den Ordner Standard drauf, steht da mein Zielpunkt Hofsilo drin. Im Standardordner kommen alle die Zielpunkte rein, die ihr erstellt, aber noch nicht einsortiert habt. So, ich kann jetzt hier über das Plus einen Ordner erstellen für meine Zielpunkte. So kann ich meine Zielpunkte einsortieren und habe dann nicht später so eine ellenlange Liste, die ich durchscrollen muss, sondern habe die in einzelnen Kategorien. Ich erstelle zum Beispiel mal den Ordner Silos. Da kann ich später alle Silos, die ich habe, reinpacken. So, wenn ich auf Hofsilo gehe, leuchtet jetzt grün, drücke die linke Maustaste, halte sie gedrückt, seht ihr, ne, kann ich den Schriftzug Hofsilo bewegen. Ich bewege ihn jetzt runter auf den Ordner Silo, lass die Maustaste los. Na, komm schon. So, dann ist der Ordner Standard leer und wenn ich den Ordner Silos aufklappe, da ist der Zielpunkt Hofsilo drin. Gut. Jetzt will ich aber nicht nur hinfahren. Ich will ja auch zurückfahren. Also fahre ich jetzt erstmal weiter. So. Bis zur Straße. Und dann sage ich hier zum Beispiel... Ach komm, einen Ball möchte ich noch haben. Stopp. Ich beende die Aufzeichnung. So. Früher war das so, man konnte, kann man heute auch immer noch, wenn man die linke Steuerungstaste drückt und dann den Pfeil auf eine Stelle auf der Straße bewegt und dann die linke Maustaste drückt, kann man einen einzelnen Wegpunkt erstellen. Wenn ich dann den Ball hier anklicke und den Wegpunkt anklicke, wird das verbunden. Wenn ich von dem Wegpunkt zu dem Wegpunkt klicke, wird das auch verbunden. So habe ich dann hier schon mal die Ausfahrt kreiert.
Das ist eine Möglichkeit. Wenn ich die linke Alt-Taste gedrückt halte, auf einen Wegpunkt gehe und die linke Maustaste drücke, wird der Wegpunkt gelöscht. Löschen kann man auch über diesen Button. Ihr seht wieder hier die rote Hilfslinie. Da, wo die rote Hilfslinie drauf zeigt, wenn ich dann hier den Button drücke, wird der Zielpunkt gelöscht. So. Wenn ich mir einen Zielpunkt nehme, zum Beispiel Hofsilo, und ich werde diesen Button hier benutzen, dann habe ich die Möglichkeit, einen neuen Namen zu geben und ihn umzubenennen. Ich kann dann durch, wenn ich was geschrieben habe, auf Zurücksetzen gehen, um die Umbenennung dann wieder rückgängig zu machen, bevor ich speichere. Oder ich gehe auf Löschen, dann ist der ganze Zielpunkt zum Beispiel wieder weg. So. Was man noch machen konnte, war von Hand einfahren die Kurve. Hier anbinden. So. Das gibt dann immer eine schöne saubere Kurve. Da war ja zum Beispiel Holger 70, der geometrische Professor, fand ich. Also ich kenne niemanden, der sauberer Wegstrecken einfährt im Autodrive als der Holger 70. Hm? Das war eine weitere Möglichkeit. Dann hier im LS19, um einzufahren. Und jetzt kommen wir aber zu einer Neuerung, die ich persönlich super finde. Wenn ich zum Beispiel den letzten Wegpunkt anklicke und ich gehe mit dem Mauszeiger über zum Beispiel den Ball hier, dann wird schon sofort eine Linie angezeigt. Das ist eine Vorschau. Ich habe noch nicht geklickt. Wenn ich jetzt klicken würde, würden die Linien sich verbinden. So kennt man das schon aus dem LS19. Aber die neue Funktion ist jetzt, wenn ich jetzt das Mausrad nehme und scrolle, dann kann ich, seht ihr, die Linie verbiegen. Und jeder Pfeil, der da erscheint, ist ein Wegpunkt, der dann gesetzt wird. So, wenn ich dann jetzt mit der Kurve zufrieden bin, zack, nochmal linke Maustaste drücken, schön sauber. So, jetzt will ich natürlich auch auf die andere Fahrbahnseite, ich sag mal hier, ich habe wieder die Vorschaulinie, ich scrolle wieder mit meinem Mausrad, die Linie biegt sich, wenn ich zufrieden bin, drücke ich die linke Maustaste, zack, Strecke erstellt. Ganz simpel. Sehr, 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 sehr schöne Funktion, muss ich sagen. So, Hofeinfahrt dasselbe, ich klicke auf den Ball, gehe über den Ball von, also dem Wegpunkt hier, ich benutze wieder mein Mausrad, mache eine schöne Kurve, zack, fertig. Nächste, von hier nach hier, Mausrad drehen, zack, fertig. Angebunden. Eine sehr, sehr schöne Funktion. So, jetzt haben wir den ersten Zielpunkt. Hofsilo. Jetzt brauchen wir natürlich noch irgendeinen anderen Zielpunkt, wo das Fahrzeug hinfahren kann. Ich setze jetzt einfach mal hier einen Zielpunkt hin und nenne den Hof. So, und da schicke ich dann jetzt zum Beispiel alle Fahrzeuge hin, die von irgendwo auf der Map zum Hochfahren sollen. Und ich erstelle mir einen Ordner namens Zielorte. Da kommen dann so Sachen rein wie mein Hof, Fahrzeughändler. Aber das sind Dinge, die müsst ihr alle selber wissen. Ne? Das war jetzt die einfachste Methode, um Strecken zu erstellen, aufzunehmen, Zielpunkte zu setzen. Wenn ich den Editor-Modus abschalte, kann ich sagen, komm, jetzt fahr mal zum Hofsilo. Hier unten ist der Aktivierungsbutton. Einfach anschalten und er fährt über die Linien zum Zielpunkt. Ich kann die auch aktiviert lassen beim Fahren, damit man sieht, wo er lang fährt. Wenn er dann ankommt,
ein kleines Signal, der Fahrer vom Pickup etc. ist angekommen. Wenn ich jetzt sage, fahr zum Hof und mache den an, fährt er auch los. Aber jetzt kann er den Hof wahrscheinlich nicht so ohne weiteres erreichen. Er wird jetzt erstmal sich eine Strecke suchen, einen riesen Umweg fahren. Aber es wird funktionieren. Er wird dann über das vorgefertigte Netzwerk gleich loslegen, um zum Hof zu fahren. Während er fährt, ich mache mal den Editor-Modus wieder aus, wir lassen ihn mal fahren. Wir haben hier noch einmal, da ist ein Drescher-Symbol drüber, die Geschwindigkeitseinstellung. Die kann ich hier mit dem Mausrad verändern. Das gibt vor, wie schnell das Fahrzeug auf dem Feld fahren darf, wenn es dort seine Arbeit verrichtet. So. Und hier drunter ist die normale Geschwindigkeit, sprich die Geschwindigkeit auf der Straße. Wenn ich hier mit dem Mausrad scrolle, kann ich hier vorgeben, wie schnell das Fahrzeug auf der Straße fahren darf. Parkplatzfunktion zeigen wir später. Rotiertes B- und Entladen zeigen wir später. Hier ist der Button zur Fruchtumfahrung. Das habe ich mir ausgewählt, durch mehr Einstellungen im HUD. Fruchtumfahrung aktiviert, er fährt um die Frucht rum. Deaktiviert, er fährt durch die Frucht durch. Hier ist Begrenzen aufs Feld. Aktiviert, nicht aufs Feld begrenzt, sondern er verlässt auf das Feld. Und hier die Linie, er ist aufs Feld begrenzt. Das ist zum Verlassen vom Feld. So sieht das Symbol aus, wenn er zum nächstgelegenen Zielpunkt fährt. Das ist die Standardeinstellung, er fährt zum Zielpunkt und das ist hinter dem Start, er verlässt das Feld hinter dem Zielpunkt. Das ist für das B- und Entladen, verschiedene B-Ladestellen, verschiedene Entladestellen, verschiedene B- und Entladestellen, da kommen wir auch später zu. Hier haben wir dann noch die verschiedenen Modis, die wir benutzen können für Autodrive. Da gehen wir später im Detail auch noch einzeln drauf ein. So, er kommt hier an am Hof, hat er doch prima gemacht. So, Motor aus. Das ist das normale Fahren von A nach B. Das ist der Modus, hier oben steht das auch immer, ne? Abholen und abliefern. Wir stellen hier ein, wo das Fahrzeug beladen wird. Wir stellen hier ein, wo das Fahrzeug abladen soll. Wir stellen hier ein, was geladen werden soll. Der nächste Modus ist nur abladen. Ne? Ich kann zum Beispiel sagen, hier, fahr zum Hofsilo. Was immer du geladen hast, bring das dahin, lad das ab. Das ist der Modus abholen. Sprich, wir haben eine Sämaschine. Die Sämaschine ist auf dem Feld leer. Wir haben kein Saatgut mehr drin. Dann wählen wir diesen Modus. Dann wird hier oben eingestellt, wo die Sämaschine hin soll, um ihre Arbeit fortzusetzen. Hier wird eingestellt, wo sie beladen werden soll, zum Beispiel Saatgut aus dem Hofsilo. Und hier wird eingestellt, was sie laden soll. Ob es Saatgut ist, ob es Dünger ist, beim Düngerstreuer zum Beispiel, Flüssigdünger, Kalk etc. kann man alles automatisch dann später abholen und laden lassen. Später. Da gehen wir dann drauf ein, wenn die Funktionen da sind. Das ist der Abfahrermodus. Drescher abfahren. Hier wird zum Beispiel die Feldnummer eingetragen, bei welchem Feld der Abfahrer warten soll. Das zeigen wir später in einem gesonderten Tutorial. Und hier wird eingetragen, wo die Ladung vom Anhänger abgeladen werden soll, im Hofsilo, an Verkaufsstationen etc. Das war's. Bis auf weiteres mit den verschiedenen Modis. Da werden wir dann alles separat noch drauf eingehen und vorführen und testen und machen und tun. Für heute war es das wieder, ihr Lieben. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Mitmachen, fürs Dabeisein. Ich freue mich schon auf eure Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, würde ich mich sehr drüber freuen. Ich war, bin und bleibt der Shorty von der Test Area und damit für heute raus. Passt gut auf euch auf, bleibt mir gewogen und was das Wichtigste ist, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.